zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. We believe that the Nazis and the fascists have asked for it, and they're going to get it. In der Reichsstatistik hießen sie Feindbetriebe mit amerikanischer Beteiligung. Im Kriege waren es noch 553, darunter bekannte Namen wie Coca-Cola, Kodak und American Express. Feindlich waren aber nur die wenigsten. Einige hielten enge Kontakte zu den Nazis. Bei vier großen amerikanischen Unternehmen und ihren deutschen Töchtern konnte Hitler die Konzernbosse sogar als Freunde betrachten. Ohne sie hätte er nicht Krieg führen können. Sie sahen in ihm den Mann, dem schon bald Europa zu Füßen liegen würde. November 1941. Kurz vor Kriegseintritt Amerikas attackiert der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt eine Clique amerikanischer Industrieller. Der Gesamtausstoß unserer gewaltigen Industrieproduktion darf nicht behindert werden durch das egoistische Vorgehen einer kleinen, aber gefährlichen Gruppe von Managern, die extra Profite machen will und ungehindert ihrem Business as usual nachgeht. Standard Oil, später Esso, war in den 30er Jahren der größte Ölgigant der USA. Der Konzern verfolgte eine Weltpolitik ohne Rücksicht auf Regierungen und Völker. Ziel war die Errichtung von Monopolen. Standard war Teil des Rockefeller-Imperiums, in dessen New Yorker Wolkenkratzer sich auch das Hauptquartier befand. Dem Chef Walter Teagle wurde das Gebaren eines Imperators nachgesagt. Teagle traf auf einen anderen Giganten, der ebenfalls nach Weltbeherrschung strebte, IG Farben. Auch beim deutschen Chemieriesen griff ein Mann nach der Macht, Hermann Schmitz. Er war zunächst ein Konkurrent von Standard Oil. IG Farben hatte das Verfahren zur Herstellung synthetischen Benzins entwickelt. Wer das Patent besaß, war Herr des Weltmarktes, sollte es zu einer Ölknappheit kommen. Von der Furcht davor war auch Standard Oil besessen. Schnell wurde man mit IG Farben einig. Die Deutschen brauchten Standard Oils Know-how für die teure Herstellung des synthetischen Treibstoffs. Aber Hitler will Krieg. Aus strategischen Gründen braucht er das synthetische Benzin, koste es, was es wolle. Im Kriege wäre ihm der Ölhahn schnell zugedreht worden. Noch 1938 muss Deutschland 80% seines Rohöls importieren. Man hat den Bau von Pipelines überlegt. Man hat den Bau einer Tankerflotte überlegt. Alle diese Pläne sind von vornherein abgeblockt worden, weil es von Hitler die eine Vorgabe gab, Deutschland richtet sich nur auf die Autarkie. Die Räder für Hitlers Kriegsmaschine brauchen große Mengen Gummi. Naturkautschuk kostet knappe Devisen und ist im Kriegsfall nicht heranzuschaffen. Auch da kann der Chemiepionier IG Farben helfen. Er hatte Buna entwickelt, einen synthetischen Gummi aus Kalk und Kohle. Außer Hitler gibt es für die Patente noch einen zweiten Interessenten, Standard Oil. Der Konzern wittert einen lukrativen Markt, den er sich zumindest in den USA sichern will. Es stört Standard Oil wenig, dass Göring einen anderen Markt für deutsches Benzin und Gummi im Sinn hat. Wir wussten, dass wir keinen Treibstoff haben. Also haben wir die Fabriken gebaut, die uns den Treibstoff geben werden. Wir wussten, dass wir keinen Kautschuk bekommen können. Also haben wir die Fabriken gebaut. Dort, wo sie einst glaubten, Monopole zu haben, hat deutsche Wissenschaft diese Monopole gebrochen. Und heute sind wir im Besitz jedenfalls all der Mittel, die wir brauchen, um den Gegner zu besiegen. Ein Mittel hatte Görings Luftwaffe aber vergessen, das Benzinadditiv Bleitetraethyl. Ohne diesen Zusatz im Benzin können Görings hochverdichtende Flugzeugmotoren nicht abheben.
Hitler braucht aber eine einsatzfähige Luftwaffe für die bevorstehenden Eroberungen im Osten. Göring bittet die IG-Chefs, doch mal bei den amerikanischen Freunden anzuklopfen. Standard Oil ist der weltweit führende Hersteller dieses Additivs. Firmenchef Walter Tiegel in New York und IG-Farbenchef Hermann Schmitz in Berlin hatten den Bau von zwei Fabriken für Bleitetraethyl in Deutschland längst beschlossen. Im Juli 1938 ist deren Produktion jedoch noch unzureichend. Eine schnelle Direktlieferung soll helfen, Engpässe zu vermeiden. Die Standard Oil-Tochter in London liefert umgehend das Antiklopfmittel im Wert von 20 Millionen Dollar an die Nazis und das trotz der unmittelbaren Kriegsgefahr. Hitler kann nun das Sudetenland annektieren und den Überfall auf die Tschechoslowakei vorbereiten. Im Sommer 39, kurz vor Hitlers Überfall auf Polen, liefern die Engländer noch einmal Bleitetraethyl im Wert von 15 Millionen Dollar. Damit können auch die ersten Blitzangriffe gegen England geflogen werden. Der Krieg verschärft Hitlers Abhängigkeit vom Öl. Die synthetische Produktion in Deutschland liefert nur die Hälfte des Bedarfs. Wieder ist er auf die amerikanischen Freunde angewiesen. Standard Oil gehört knapp die Hälfte der Anteile an den rumänischen Ölfeldern von Ploiești. Diese sind Deutschlands wichtigste Quelle für Rohöl. Misstrauisch wie Hitler ist, drängt er die Rumänen zurück. Sie sollen bei der Ölgesellschaft Romano Americana, an der sie beteiligt sind, nicht mehr viel mitreden und den Schutz der Ölfelder der Luftwaffe überlassen. Hitler braucht aber noch mehr. Also aus einem Schriftwechsel, der im Militärarchiv in Freiburg liegt, geht hervor, dass die Nazis unbedingt Brightstock gebraucht haben und dass niemand anderes außer den USA Brightstock liefern konnte. Und die Lieferung war absolut kriegswichtig und musste während des Krieges erfolgen. Und in der Tat ist noch während des Krieges Brightstock aus den USA geliefert worden, meines Wissens nach in einer Menge, die für die ganzen Kriegsjahre ausreichend war. Brightstock ist ein hochwertiges Ölprodukt, das beispielsweise für Panzermotoren gebraucht wird. Das Dritte Reich braucht weiterhin Benzin und Diesel aus den USA. Die Schiffe der amerikanischen Freunde bunkern nun Öl in der Karibik. Die Tanker fahren meist unter panamesischer Flagge. Auf dem Atlantik lauern britische Kriegsschiffe, die mit einer Seeblockade den Ölnachschub für Hitler zu torpedieren versuchen. Die Marine scheint mir ein Sonderfall zu sein, da sie direkt Geschäfte auch mit den USA gemacht haben, auch mit den karibischen Staaten. Das ist ein Fall, wo wir direkte Geschäfte nachweisen können, nicht in Form von Rechnungen, aber in Form von Aktenvermerken, die ganz klar nachweisen, dass die Deals eingefädelt wurden, dass auch bekannt ist, dass es sich um deutsch-amerikanische Geschäfte handelt, dass auch mit horrenden Devisen bezahlt wird, dass die Preise während des Krieges steigen und dass das auch von höchster Stelle genehmigt war. Für hochwertigen Dieselkraftstoff kann der Oberbefehlshaber der Marine schnell mal 500.000 Dollar knapper Devisen verlangen. Hitler will mit der U-Boot-Waffe den Atlantik beherrschen. Auch bei den Diesellieferungen kann er sich auf die Hilfe seiner amerikanischen Freunde verlassen. Neben der Standard Oil ist das vor allem die Texaco des Hitlerfreundes Torkild Rieber, eines Amerikaners norwegischer Herkunft. Er unterhält auch Beziehungen zum deutschen Geheimdienst, dessen V-Männer Rieber beste Zeugnisse ausstellen. Man bescheinigt ihm, pro-deutsch zu sein und stuft ihn als ehrlichen Bewunderer des Führers ein. Über Teneriffa und andere spanische Häfen liefern die Tanker der Blockadebrecher Öl für die Deutschen auf dem Festland. Sie tanken sogar deutsche U-Boote auf offener See vor der spanischen Küste auf. Standard Oil liefert auch noch nach dem Eintritt Amerikas in den Krieg Benzin an die beiden Nazi-Fluglinien Condor und Lati. Deren Flieger transportieren Spione, Gold und Devisen nach Lateinamerika und bringen kriegswichtige Edelmetalle zurück. Am 22. September 1939, kurz nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, waren IG Farben und Standard Oil übereingekommen, ihre Geschäftsbeziehungen selbst im Falle eines Kriegseintritts der USA aufrechtzuerhalten.
Den Haag, Anfang September 1939. Standard Oil und IG Farben-Manager treffen ein geheimes Abkommen. IG Farben will die Beschlagnahme ihrer Patente im feindlichen Ausland verhindern. In den Händen des befreundeten US-Konzerns scheinen sie sicher zu sein. Bei der Übergabe des Buna-Patents für künstlichen Gummi muss sich Standard Oil auf Anordnung des Reichswirtschaftsministeriums verpflichten, das Patent nur mit Genehmigung der Deutschen zu verwenden. Firmenchef Tiegel lässt sich auf den Deal ein. Der Überfall der Japaner auf Pearl Harbor eröffnet den Krieg im Pazifik. Damit sind die Amerikaner von ihrem wichtigsten Kautschuklieferanten Malaysia abgeschnitten. Trotz Gummiknappheit in den USA hält Standard Oil an seiner Absprache mit den Deutschen fest. Das Buna-Verfahren soll nicht in die Hände von Rivalen wie Goodyear geraten. Der einflussreiche Senator Baruch, von Präsident Roosevelt mit einer Untersuchung betraut, wendet sich an die Nation. Wir sind der Ansicht, dass die gegenwärtige Gummikrise so gefährlich werden kann, dass dieses Land ohne sofortige Gegenmaßnahmen einem militärischen und gesellschaftlichen Kollaps entgegensteuert. Zugleich muss im Land des Ölüberflusses das Benzin rationiert werden. Viele Amerikaner, auch Abgeordnete im Kongress, machen dafür die Ölgesellschaften verantwortlich, die weiter an die Nazis liefern und zudem die Kautschukpatente zurückhalten. Senator Harry Truman, der spätere Präsident, ordnet auf Druck der Öffentlichkeit eine Senatsuntersuchung über die Verteidigungslage an. Er wird unterstützt von Thurman Arnold, dem Kartellspezialisten im Justizministerium. Standard Oil und seine mächtigen Bosse, darunter Tiegel, waren Arnold schon lange ein Dorn im Auge. Vergeblich hatte er vorher versucht, dem Konzern wegen der Geschäfte mit dem Feind eine Geldstrafe von $50.000 aufzuerlegen. Unter Hinweis auf ihre Unentbehrlichkeit für Amerika im Krieg hatten die Manager den Betrag auf $1.000 heruntergehandelt. Im Senatshearing bezichtigt Arnold Standard Oil wegen des Zurückhaltens der Kautschukpatente einer fortgesetzten Verschwörung zugunsten der Nazis. Truman spricht anschließend in einer Pressekonferenz von Verrat. Durch Beschluss des Kongresses werden die Buna-Patente für Amerika freigegeben. Der mächtige Tiegel ist gebrochen und zieht sich von der Firmenleitung zurück. Der Führer und der Opel-Blitz waren unzertrennliche Kameraden. Hitler und seine Soldaten brauchten ihn für den Vor- und später auch für den Rückmarsch. Hitler war der Opel-Geist. Was das heißen sollte, war klar. Leistung, Ordnung, Treue. Schon in den frühen 30er Jahren beginnt Opel, die Tochter des amerikanischen General Motors-Konzerns, mit dem Bau von Militärlastwagen. Vorerst allerdings, 1935, redet Hitler nicht von Krieg. Er will den Volkswagen. Die Aufstellung war beherrscht von dem Willen des Führers. Schafft den deutschen Volkswagen! Opel glaubt ihn schon zu haben, mit dem P4, dem billigsten Kleinwagen seiner Zeit. Den Auftrag bekommt ihn aber nicht. Hitler will ein auch militärisch verwendbares Fahrzeug, das die Volksgenossen für ihre Ausflüge in die Weiten Europas mit 5 Mark im Monat bezahlen sollen. Der Kübelwagen wird das zunächst am weitesten verbreitete VW-Modell. Opel darf dennoch seinen Volkswagen bauen, den Blitz. Schon 1935 wird in Abstimmung mit der Wehrmacht das Lastwagenwerk in Brandenburg gebaut. Das Opel-Management, zu der Zeit auch die Amerikaner im Vorstand, erkennt schnell das gewaltige Geschäft, das die Heeresaufträge bieten. Gebaut für die neuen amerikanischen Fertigungsmethoden ist das Werk Brandenburg das modernste in Europa. Jeden Tag fahren 120 Lastwagen vom Band. Es war also dieser Opel-Blitz das Rückgrat der Wehrmacht. Von Opel mit Hilfe, und das ist eindeutig zu sagen, amerikanische Gelder gebaut. Ohne den Blitz wäre Hitler nicht einmal bis nach Wien gekommen. Beim Anschluss Österreichs bleiben zahlreiche LKWs anderer Fabrikate liegen. Über Nacht werden Hunderte von Opel Blitz im grenznahen Bayern requiriert, damit die Wehrmacht ihren Einzug in die österreichische Hauptstadt halten kann. Hitler ist dankbar. Er stattet dem Werk Brandenburg einen persönlichen Besuch ab
und bestellt weitere 2000 Opel Blitz. Ein Amerikaner kümmert sich in den 30er Jahren und zu Kriegsbeginn besonders rege um den GM-Besitz in Deutschland. James D. Mooney, Vizepräsident des Unternehmens. Für seine Verdienste um die Entwicklung Opels zum führenden Rüstungsbetrieb erhält er von Hitler 1938 den Adlerorden, die höchste Auszeichnung der Partei für Ausländer. Der Opel Blitz besteht seine Feuerproben, wo immer er eingesetzt wird. Bei den Eroberungen im Osten, der Annexion des Sudetenlandes und dem Überfall auf die Tschechoslowakei. Aber auch bei den Blitzfeldzügen im Westen. In wenigen Wochen werden 1940 Holland, Belgien und Frankreich niedergeworfen. Mit Kriegsbeginn hört die Personenwagenproduktion in Rüsselsheim praktisch auf. Es werden Kapazitäten frei. Das Personal verringert sich durch Einberufungen zur Wehrmacht. Das Werk will diese Entwicklung stoppen und auch die Luftwaffe hat eine neue Verwendung für Rüsselsheim. Opel produziert nun Rumpfteile und Motoren für die Ju-88, Hitlers wichtigsten Bomber. Grundsätzlich war schon wenige Tage nach Kriegsbeginn eine enge Vereinbarung getroffen worden zwischen der Luftwaffe und dem Rüsselsheimer Werk. Das ist unterstützt worden auch durch Zusammentreffen des Vizepräsidenten Mooney, der nicht nur Korrespondenzen hatte mit der NS-Führung, sondern zu der Zeit auch in Berlin anwesend war, hier nach Rüsselsheim gekommen ist und schließlich mit Göring auch zusammengetroffen ist. Im Gespräch mit Göring äußert Mooney gewisses Verständnis für die Politik der Nazis. Auch er glaubt, dass Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg von Frankreich und England zu hart behandelt worden ist. Göring ermutigt Mooney, zwischen den Kriegsführenden zu vermitteln. Mooney wendet sich an Präsident Roosevelt und dieser stimmt zu, sich als Moderator zur Verfügung zu halten. Roosevelt wünscht Mooney good luck für seine Mission. Berlin, Februar 1940. Ein schmeichlerischer Brief an den Dear Reich Chancellor öffnet Mooney den Zugang zu Hitler in der neuen Reichskanzlei. In einem Tagebuch, das auf Einspruch von GM nie veröffentlicht wird, berichtet er über sein Gespräch mit Hitler. In seinem Report an Roosevelt beschreibt er Hitler als warm und freundlich. Des Führers größenwahnsinnige Forderung nach Anerkennung Nazi-Deutschlands als Weltmacht lassen Roosevelt jedoch kalt. Mooney hat seine Rolle als nützlicher Idiot ausgespielt. Der Unterstaatssekretär im State Department, Messersmith, nennt Mooney danach einen Faschisten. Die merkwürdige Episode um den Nazi-Freund Mooney hatte keinen Einfluss auf den Gang der Geschichte. Opel baute weiter Militärfahrzeuge, über 100.000 allein in den Kriegsjahren, die wegen der hohen Verluste dringend gebraucht wurden. General von Schell, Hitlers Kraftfahrzeugbeauftragter, bescheinigt Opel 1941, dass der Krieg ohne die Firma nicht hätte geführt werden können. Die Luftschlacht um England war inzwischen verloren gegangen. Auch die Ju-88 konnte Opel nicht so schnell nachbauen, wie sie vom Himmel fiel. Auf die Gewinne wirkt sich das positiv aus. In der Partei und in den Ministerien weckt dies Neid und Missgunst. GM lehnt 1941 ein Angebot ab, Opel zu verkaufen und sich aus Deutschland zurückzuziehen. In einem Brief an den Reichskommissar für Feindvermögen lässt GM wissen, es habe gerade begonnen, sich mit dem Gesamtschicksal Deutschlands zu identifizieren. Dahinter steckte jedoch eine finanzielle Überlegung. GM hatte seinen deutschen Besitz in den USA gerade steuerlich abgeschrieben und dabei 22 Millionen Dollar verdient. Bei einer Entschädigung durch das Reich hätte es diese versteuern müssen.
Während der ersten beiden Kriegsjahre blieben die amerikanischen Manager auf ihren Posten, ungefähr bis Mitte 1941. Dann begannen sie nervös zu werden und sich aus Deutschland zurückzuziehen. Das heißt, die Geschäftsleitung dieser amerikanischen Firmen setzte sich immer noch aus Amerikanern zusammen. Die amerikanischen Vorstände gingen zum deutschen Rüstungskommando und klärten ab, wie viele Lastwagen sollen wir liefern, wie viele Zwangsarbeiter brauchen wir, beschafft uns Arbeitskräfte und Material, welche Rolle nehmen wir im gesamten Produktionsplan ein. Sie, die Amerikaner, sahen, dass ihr Kunde bestimmte Bedürfnisse hatte und setzten alles daran, diesen Bedürfnissen so effizient wie möglich gerecht zu werden. They saw that their customer had certain needs and they set out to meet those needs as efficiently as possible. Inzwischen verdient GM gewaltig an der amerikanischen Rüstung, die nun von Mooney organisiert wird. Als hoher Reserveoffizier fühlt er sich als Patriot. Mooneys Chef Sloan lieferte dazu die Geschäftsphilosophie. Ein internationales Unternehmen, das in der ganzen Welt tätig ist, sollte seine Aktivitäten unter strikt ökonomischen Gesichtspunkten durchführen, ohne Rücksicht auf die politischen Ansichten des Landes, in dem es operiert. Wir sind keine Wohlfahrtseinrichtung. Wir machen Profit für unsere Aktionäre. Wir sagten mal, das ist doch ein Witz, nicht? Dass die LKWs hergestellt, womit die Amerikaner bekämpft werden. Wir sagen das, ja, so war es doch, nicht? Und trotzdem kam kein Angriff. Und deswegen haben wir gesagt, naja, verständlich, die Amerikaner sind doch nicht so blöd, dass sie eine eigene Fabrik in Trümmer werfen. So blöd sind die Amerikaner nicht. Das Werk Brandenburg wird von amerikanischen Bombern am 6. August 1944 fast vollständig zerstört. GM aber kassiert Jahre später vom amerikanischen Steuerzahler noch einmal eine Entschädigung in Höhe von 32 Millionen Dollar. ...1921 erschien Henry Fords Buch Der internationale Jude in deutscher Übersetzung. Zwischen Henry Ford, dem legendären Autohersteller, und Adolf Hitler bestand schon früh eine Geistesverwandtschaft, der Antisemitismus. Fords Buch bestätigt Hitler in seinem Judenhass und dient ihm als Vorlage für seine Hetzschrift Mein Kampf. In Hitler and in In Hitler und den europäischen faschistischen Diktaturen sahen die amerikanischen Wirtschaftsführer eine mögliche Lösung für die Probleme, die sie selbst mit Arbeiterbewegungen und Gewerkschaften hatten. Gewerkschaften waren in den Augen Henry Fords ein Werk des Teufels. In Henry Fords view were the work of the devil. Das brutale Vorgehen Hitlers gegen die Gewerkschaften gefiel Ford, der in seinen Fabriken bewaffnete Milizen unterhielt. Schon vor der Machtergreifung unterstützte er Hitler mit Geld. Ein Bild des Gönners hing im Münchner Hauptquartier der NSDAP. Henry Ford galt damals als Inspiration für Hitler. Aber er war viel mehr als das. Henry Ford war quasi der Gott der Massenproduktion. Oder vielleicht sollte ich eher sagen, ihr Papst. Tausende von Leuten schrieben ihm täglich, sie sind der größte Held. Sie haben das Produktionssystem eingeführt, das Amerika so groß gemacht hat. Fordismus wurde die Ideologie der deutschen industriellen Klasse. Alles sollte genauso umgesetzt werden, wie Henry Ford es vorgemacht hatte. They wanted to do it just like Henry Ford showed them how. Detroit ist noch immer die Heimat von Ford. In den Fabriken an der Piquette, heute Industrieruinen, standen einst die Fließbänder, von denen Fords berühmte Tin Lizzie rollte, das erste in Massen hergestellte billige Volksauto. Köln 1930. Henry Ford legt persönlich den Grundstein für ein eigenes Werk in Deutschland. Die Geschäfte gehen zunächst nicht gut. Seine Autos sind zu teuer und leiden unter der Abneigung vieler Deutscher gegen ausländische Fabrikate. Wenn Sie ein durchschnittlicher deutscher Kraftwagenbesitzer heute einen ausländischen Wagen kauft, kann nicht darauf hinweisen, dass ihn dessen bessere Qualität dazu bewogen hätte. Denn hier sind unsere deutschen Automobile zurzeit von ausländischen nicht mehr zu schlagen.
Die Ford-Werke sind in den frühen 30er Jahren nur zu einem Teil ausgelastet. Köln und Detroit, wo Henrichs Sohn Edsel das Kommando übernommen hat, suchen nach einem Ausweg. In einem vertraulichen Papier an Edsel weist Köln darauf hin, dass sich in Deutschland eine Kriegswirtschaft entwickle, in der Regierungsaufträge immer wichtiger werden. Die Amerikaner haben kein Problem damit. Sie verkaufen ihren Achtzylinder als Antrieb für einen Heeresgeländewagen. Die Gleichschaltung der Ford-Werke hat begonnen. Detroit lässt sich auch auf das nächste Zugeständnis ein. Die ausländischen Autohersteller bekommen keinen Kautschuk mehr für Reifen. Auch keine Devisen für den Import. Sie müssen sich Gummi auf dem Tauschweg besorgen und 25% davon für... Werkkamerad Hitler ist dankbar. Endlich dürfen Ford-Autos aus Köln nun das Gütesiegel Deutsches Erzeugnis tragen. Die Geschäfte mit der Regierung beleben sich. 1938 werden Ford und Opel in die Planung der Wehrmacht einbezogen, die schnell 100.000 Lastwagen braucht, darunter auch schwere Dreiachser und kettengetriebene Fahrzeuge. Die Nazis haben es sogar sehr eilig. Sie wollen von Ford 1980 sofort 1.000 Lastwagen haben. So schnell können die Kölner nicht liefern. Bereitwillig springen die Amerikaner ein. Sie denken sich angeblich nichts dabei. Die Motoren, Chassis und Kabinen der im Oktober aus Detroit herangeschafften LKWs werden nachts heimlich in Köln zusammengebaut und im Morgengrauen von der Wehrmacht abgeholt. Genau in dem Moment, in dem die ganze Welt auf die Tschechoslowakei schaut und auf das Vorhaben der Nazis, die Tschechoslowakei zu erpressen und in das Sudetenland einzumarschieren, genau in diesem Moment kommt die Wehrmacht sofort und sagt, wir brauchen 1000 Lastwagen jetzt. Ich frage Sie, erscheint es Ihnen plausibel, dass Ford nicht weiß, wofür diese 1000 Lastwagen bestimmt sind? Der Auftrag war für Ford kein Geheimnis. Die Nazis hatten für einen Teil der Lieferung sogar mit knappen Dollars bezahlt. Aber erst nach Jahrzehnten gab Ford dies zu. Für die gute Zusammenarbeit hat Hitler Henry Ford schon vorher mit dem Adlerorden ausgezeichnet. Ford lässt ihn sich Ende 38 vom deutschen Vizekonsul in Detroit ans Revers heften. Für die guten Geschäfte zeigt sich nun auch Ford erkenntlich. Zu Hitlers 50. Geburtstag am 20. April 39 überweist das Unternehmen 35.000 Reichsmark an die Dankspendenstiftung A.H. In den ersten Kriegsjahren steigt die Produktion von Lastwagen gewaltig an. Dass Henry Ford dagegen protestiert hätte, ist nicht bekannt. Als Henry Ford davon erfährt, dass das Werk in Dearborn 6000 Motoren für die britische Royal Air Force bauen soll, legt er sich quer. Er akzeptiere nur Aufträge für die Verteidigung der USA, schreibt er der Londoner Daily Mail. Ford hat aber nichts dagegen, dass die französischen Werke unter dem deutschen Besatzungsregime mit voller Kraft für die Wehrmacht arbeiten und monatlich 1000 Lastwagen produzieren. Der Chef von Ford Frankreich, Maurice Dollfuss, will das Werk für die Familie Ford erhalten. Er wehrt sich gegen den Einfluss der Kölner und fühlt sich Vater und Sohn Ford direkt verantwortlich. Auch nach dem Kriegseintritt Amerikas lässt er Edsel Ford Erfolgsberichte zukommen. Noch im Juni 1942 dankt Edsel Ford Dollfuss für den vorbildlichen Einsatz. In Köln kann Ford den Nachschub für die Wehrmacht nur noch mit Hilfe von Zwangsarbeitern produzieren. Sie werden in einem eigenen Barackenlager auf dem Werksgelände untergebracht. In den späten Kriegsjahren beschäftigt Ford zusätzlich Tausende von KZ-Häftlingen, die man für 4 Mark pro Tag von der SS ausleiht. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen sind brutal. In der Fabrik gab es Polizei. Da war ein Nazi, er trug so ein Abzeichen. Er hatte hier so ein Hakenkreuz. Er war böse, widerlich. Er hat uns gehasst, uns Russen. So hat er uns immer beschimpft. Man hat mich geschlagen, als ich zur Nachtschicht ging. Ich hatte mich um ganze 2 Minuten verspätet. Dieser Nazi hat meine Freundin während der Arbeit die Eisentreppe hinuntergestoßen. Sie ist darauf in Ohnmacht gefallen. Ein Schlag auf den Kopf, das kostet ja nichts. Wir waren für die ja keine Menschen. Seit die USA in den Krieg eingetreten sind, ist Ford glühender Patriot. Nun produzieren seine Werke Flugzeuge, Lastwagen, Panzer und Schiffe für den Sieg Amerikas.
In Köln hat Ford bis Kriegsende 78.000 Wehrmachts-LKWs und 14.000 Kettenfahrzeuge hergestellt. Köln wird von alliierten Bombern schon seit 1942 bombardiert und fast gänzlich zerstört. Das Fordwerk wird bis Ende 1944 verschont und auch dann nur wenig beschädigt. Für Kriegsschäden verlangt Ford von einer amerikanischen Regierungskommission 1965 rund 7 Millionen Dollar. Der Betrag wird von der Kommission auf 500.000 reduziert, wegen zweifelhafter Abrechnungsmethoden des Unternehmens. Die Vorläufer der heutigen Computer wurden auch schon von IBM hergestellt. In Deutschland von der konzerneigenen Deutschen Hollerith Maschinen AG, Dehomag. Mithilfe von Lochkarten konnten sie schnell Zahlen für Statistiken, Buchungen und Berechnungen verarbeiten und die Ergebnisse ausdrucken. Ich frage euch, seid ihr entschlossen, dem Führer in der Erkämpfung des Sieges durch dick und dünn und unter Aufnahme auch der schwersten persönlichen Belastungen zu folgen? Unter den Zuhörern von Goebbels applaudierte einer besonders begeistert, Albert Speer. Mit allen Mitteln sollte er, von Hitler im Februar 1942 zum Rüstungsminister ernannt, den Sieg näher bringen, der nach der verlorenen Luftschlacht über England und dem ersten harten Kriegswinter in Russland in weiter Ferne lag. In kurzer Zeit verdoppelte und verdreifachte er die Rüstungsproduktion. Der Führer zeichnete ihn dafür aus. Speer richtete das maschinelle Berichtswesen ein. Er hielt nicht viel von Bürokratie, umso mehr dafür von Organisation. Das MB war ein über Industrie, Streitkräfte und Behörden ausgedehnter Kontroll- und Leitungsapparat, der nur mit Hilfe der Hollerith-Maschinen funktionieren konnte. Das MB verschaffte Speer monatlich einen genauen Überblick über den Stand der Wirtschaft und erlaubte es ihm, sofort zu reagieren. Es war seine Führungswaffe. Der monatliche Schnellbericht zur Kriegsproduktion, mit Lochkarten erstellt, war geheime Reichssache und auf 12 Exemplare beschränkt. Aus ihm war alles sofort zu erkennen. Anforderungen der Streitkräfte, Stand der Rüstungsproduktion, Verbrauch und Vorrat an Rohstoffen, Energiereserven und die Zahl der vorhandenen oder benötigten Arbeitskräfte, einschließlich der Zwangsarbeiter und ihrer Herkunft. Die Machtergreifung Hitlers sorgte bei der deutschen IBM-Tochter für einen gewaltigen Aufschwung. Waren ihre Maschinen schon vorher bei den meisten großen Industriebetrieben im Einsatz, so gehörte nun auch bald die Regierung zu ihren Großkunden. Schon 1935 baute Dehomag in Berlin-Lichterfelde eine neue große Fabrik. Mit der Aufrüstung von Hitler bekam er ja unheimlich viele Aufträge und neue Kunden. Und es ging uns, damals ging es uns finanziell und auch sonst ging es uns glänzend. Und bekamen auch gleich zum Anfang ein großes Plakat an die Wand geklebt, ne? Musterbetrieb der deutschen Arbeitszone. Und so haben wir dann nachweisen können, dass wir wirklich für den Aufbau des Hitlerstaates viel leisten konnten. Das war der Grund für diese Anbieterung. Auch IBM-Präsident Thomas Watson ist beeindruckt vom Erfolg der Dehomag. Oft und gerne reist er nach Deutschland. Im Sommer 37 hält die Internationale Handelskammer ihren Weltkongress in Berlin ab. Watson lässt sich zu ihrem Präsidenten wähnen. Beim Festakt in der Krolloper gehört er nach einem Bericht der New York Times zu jenen Ausländern, die bei der Ankunft des Führers den rechten Arm zum Hitlergruß heben. Auf halber Höhe lässt er ihn aber wieder fallen. Am nächsten Tag wird er vom Führer empfangen. Watson galt als Bewunderer Adolf Hitlers, den er schon vor der Machtergreifung unterstützt hatte. Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir zu diesem Zeitpunkt mit der Regierung und mit der IBM ein gutes Verhältnis hatten. Watson hat auch öffentlich festgestellt, und es kam dann durch die Presse durch, dass also Hitler mit seinen Plänen auf dem richtigen Weg ist und dass alles bestens werden sollte. Und uns war natürlich recht dabei. Auch Watson hat sich den Adlerorden des Führers verdient. Die Verleihung nimmt Hjalmar Schacht vor, damals noch Finanzminister der Nazis. Dass Deutschland auf dem rechten Wege ist, glaubt Watson auch weiterhin. Auch nach der Reichspogromnacht, in der die Nazis äußerst brutal gegen die Juden vorgehen.
obwohl die amerikanischen Zeitungen keinen Zweifel daran lassen, was die Nazis im Schilde führen, die Vernichtung der Juden. Dabei soll auch die Dehomag helfen, die den bisher größten Regierungsauftrag mit Eifer ausführt. Über ihre Maschinen läuft die große Volkszählung von 1939, mit der die Rassenfanatiker der SS herausfinden wollen, wie viele Juden in Deutschland, dem Sudetenland und Österreich leben. Für eine zweite Karte, die sogenannte Ergänzungskarte, wird nach Namen und Adresse gefragt, nach Rasse und Abstammung auch der Eltern und Großeltern. Das Rassenamt der SS will so alle Volljuden, Halb- und Vierteljuden erfassen. Hitler geht es nicht um den Glauben, sondern um die Rasse. Die IBM war immer neutral und hat sich in diese Dinge praktisch nicht eingemischt. Und ich sagte, wenn ich irgendwie dazu überrede, trete ich immer irgendjemand auf den Fuß. Das will er dann nicht machen. Also das war Geschäftspolitik. Und Geschäftspolitik, natürlich. Mit dem Überfall auf Polen beginnt die Vernichtungspolitik im Osten. Krakau wird zur Hauptstadt des zum Generalgouvernement erklärten besetzten Polen ernannt. In der Krakauer Burg residiert Karl Hermann Frank, Hitlers brutaler Statthalter. Die Ordnungsfanatiker sehen auch hier eine Aufgabe für Hollerithmaschinen. In Krakau entsteht ein großes statistisches Amt. Auch Watsons Abgesandte sind zur Stelle. Die IBM-Vertretung in Warschau wird in Watson Business Machines umbenannt. Mithilfe von Lochkarten sollen Wirtschaftsdaten erhoben und Polen als Zwangsarbeiter registriert werden. Der chaotischen Nazi-Verwaltung gelingt das Vorhaben aber nur lückenhaft. Die Judenvernichtung ist schon vorher mithilfe alter Volkszählungsergebnisse betrieben worden. Die einzelnen Stellen des maschinellen Gerichtswesens in Polen, in Österreich, in Frankreich und so weiter, die waren an für sich alle belegt oder geführt von IBM-Leuten. Also unsere Leute, die waren alle dort irgendwie, nachdem sie eingeschaut worden sind, dorthin verpflanzt worden und haben dort die Arbeit also mitgemacht. 1943. Arbeitermangel behindert die Kriegsproduktion. Rüstungsminister Speer will die letzten Reserven mobilisieren. Nun sollen auch KZ-Häftlinge gezielt nach Beruf erfasst und im Reich zur Arbeit verteilt werden. In den KZs entstehen Hollerith-Erfassungsstellen wie im Lager Stutthof. Hollerith-Abteilung KL Stutthof war Nummer 12. Und organisiert habe ich ja die Gruppe Schreiber. Das war eine Gruppe mit ca. 40 bis 16 Mann, welche alle die Karteien ausfüllen von ganzen Häftlingen, auch von allen, dass wir da geschrieben haben, Berufe, welche waren sehr nötig zur Produktion. Die Angaben der Häftlingskarten wurden in der Berliner SS-Zentrale in Hollerith-Karten übertragen. Jedes KZ hatte einen eigenen Nummerncode, der auch Teil der Häftlingsnummer war. Nach Schätzungen sind über 1 Million Häftlinge als Zwangsarbeiter erfasst worden. Der größte Teil der Häftlingskarten wurde vernichtet. Rund 140.000 lagern noch beim Bundesarchiv in Berlin-Hoppegarten. Inwieweit das Hollerith-System in Vernichtungslagern eingesetzt wurde, ist unklar. IG Farben orderte aber Hollerith-Maschinen für seine Fabrik im Vernichtungslager Auschwitz-Monowitz. Angesichts der zunehmenden Nachrichten über Nazi-Verbrechen gibt Watson im Sommer 1940 den Hitler-Orden zurück. Sein Ruf in Amerika ist ihm wichtiger als die Hasstiraden des völkischen Beobachters. Watson scheint in Ungnade gefallen zu sein. Das nutzt sein deutscher Juniorpartner Wilhelm Haidinger, der mit zwei anderen 15% am Unternehmen hält, um die Amerikaner zurückzudrängen. Haidinger sagte dann den Amerikanern, irgendwie wird es schief gehen. Wir kontrollieren mit unseren Maschinen praktisch die ganze deutsche Wirtschaft. Wir haben Einblick in alles, in das Rechnungswesen, in die Hintergründe und so weiter. Und das wird die Partei nicht dulden. Die wird uns früher oder später verstaatlichen.
In der Tat ist dem maschinellen Berichtswesen und SS-Brigadeführer Edmund Wesenmeier, eine Zeit lang auch Berater Hitlers, der Einblick unheimlich, den Dehomag IBM durch seine Allgegenwart besitzt. Nach dem Motto, Recht ist, was dem deutschen Volke nützt, spricht sich Wesenmeier für die Verstaatlichung aus. Aber so schnell gibt Watson nicht auf. 1940 schickt er seinen Vertrauten Harrison Chauncey nach Berlin, der nicht nur mit Dehomag-Chef Heidinger verhandelt, sondern unerschrocken auch mit SS-Mann Wesenmeier und darüber verschlüsselt über die amerikanische Botschaft nach New York berichtet. Wesenmeier wird im Laufe der Verhandlungen konzilianter. Die Nazis brauchen IBM für ihre Rüstungsmaschinerie. Statt einer Verstaatlichung soll sich IBM mit einer Aktienminderheit zufrieden geben. Ganz im Sinne von Watson lehnt Chauncey auch dies ab. Mit der Begründung, wenn die Deutschen den Krieg gewinnen, steht uns Europa offen. Und wenn sie den Krieg verlieren, geht es weiter wie bisher. Die Nazis verzichten bei Kriegseintritt Amerikas auf die Enteignung und ernennen für IBM einen Dehomag-Vertrauten als Treuhänder. Watson kann sich freuen. IBM bleibt auf diese Weise für den Rest des Krieges Eigentümer der deutschen Dehomag. Dem amerikanischen Justizministerium ist die Position von IBM in Deutschland zunehmend suspekt. Ein mit der wirtschaftlichen Kriegführung befasster Sachbearbeiter des Ministeriums, Harold Carter, beginnt einen Überblick über die Aktivitäten von IBM in Deutschland und Europa zu verfassen, den Carter Report von 1943. In einer anonymen Anlage, offensichtlich von einem frustrierten IBM-Mitarbeiter aus Europa, wird das Unternehmen als ein internationales Monster bezeichnet, das sich in einer Klasse mit den Nazis befinde. Folgen hat der Bericht nicht. Diejenigen, die blieben, waren die Gewinner. Vor dem Krieg bauten sie die deutsche Kriegsmaschinerie auf, während des Kriegs zerstörten sie sie als Vertragspartner des Pentagon und nach dem Krieg kamen sie im Auftrag des amerikanischen Militärs wieder, um die deutsche Industrie zu kontrollieren. Obersteuerinspektor Hiller vom Oberfinanzpräsidium Berlin-Brandenburg nannte schon Ende 1943 Opel, Ford und Hollerith als die Unternehmen, die bis dahin sehr gut verdient hatten. Da Dividenden und Gewinne nicht ins Ausland transferiert werden durften, wurden sie zur Erhöhung des Unternehmenskapitals benutzt. Die Aktienbesitzer erlitten keinen Schaden, im Gegenteil. Die Präsidentenwitwe Eleanor Roosevelt war entsetzt, als sie nach dem Krieg davon hörte, dass die Aktienbesitzer profitiert hatten, weil die Ford-Werke in Deutschland und Frankreich machten, was die Nazis von ihnen wollten. In der New York Times schrieb sie am 19. September 1945, geschäftliche Verflechtungen fügen unserem Patriotismus und unserem ethischen Gefühl schweren Schaden zu.